Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Dani über LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir gegen Luna gekämpft und können jetzt theoretisch mit der Story fortfahren. Aber ich habe offscreen hier und da mal ein paar Sachen gefunden, während ich trainiert habe. Ich bin übrigens jetzt Level 70. Ja, schön, ne? War gar nicht mal so einfach, weil diese komischen Mimik-Zombies, das ist, also die ich in den Schatztruhen immer finde und die immer so 2000 Erfahrungspunkte geben. Die kann ich auf dem Schwierigkeitsgrad nicht mehr kann ich auf den Schwierigkeitsgrad nicht mehr bekämpfen, weil die jetzt nur irgendwie so was mit 100 Erfahrungspunkte oder so geben. Was auch seit Tales of Graces F irgendwie bekannt ist, wenn man irgendwie 5, 6 Level höher ist als der Gegner, dann bekommt man deutlich weniger Erfahrungspunkte. Also ich durfte den Schwierigkeitsgrad hochschrauben und gegen die kämpfen, was es nicht sehr einfach gemacht hat. Und ja, die sind, glaube ich, dann Level 65 oder so, wenn ich eine Schwierigkeitsgrad höher mache. Das heißt, irgendwann werde ich nicht mehr bei denen trainieren können. Dreck. Außer ich tue den nächsten höchsten Schwierigkeitsgrad freischalten. Was ja hoffentlich auch noch passieren wird. So, folgendes. Wir gehen jetzt mal ein bisschen Schatztruhen plündern. Ich habe auf meine Offscreen-Suche nach diesen ganzen Mimik-Zombies ein paar Truhen gefunden, also schon mal im Voraus. Hier wird storytechnisch nichts passieren in dem Part. Also wer will, kann ja ruhig skippen. Es wird hier nichts Besonderes passieren, außer vielleicht, dass ich ein paar Minimoss mache. Und ja. Goldtruhen werden wir plündern, weil da sind ja gute Sachen drinne, nehme ich an. Eine habe ich aus Versehen geöffnet in der, warte mal, Trisolde Höhle. Da waren 15.000 Gold drinne. Da können wir zum Beispiel schon mal abhaken. So. Gut. Dann, Zaveth hat Wolkenbruch gelernt. Also die letzte Fähigkeit, die er noch lernen konnte. Und wir gehen jetzt mal zu den Gafferis-Ruinen. U3 habe ich mir da notiert. Gut. Und ich werde mir ja schon vertrauen, ne? Hier. So, und dann noch Folgendes. Ich habe schon diese Aufnahme versucht aufzunehmen und hat auch alles geklappt, war alles wunderbar und so, aber das Problem war, ich habe versucht gegen so einen Boss zu kämpfen, gegen so einen Mini-Boss. Ich auch Level 70 war, möchte ich noch mal anmerken, da war so ein Armadillo-Viech. So, hier ist die Goldtruhe und da haben wir direkt Antragspapiere, was eine Sammlung von Antragsformularen, die wegen Tipp- und Grammatikfehlern nie eingereicht wurden. Die Abneigung darin ist jedoch deutlich zu spüren. Was? Eine Sammlung von, also ja, Angriff 189, was? 845. Ja, Angriff geht natürlich derbe runter, aber ist bei ihr sowieso egal. Hohohoho. Will mal ihren Art Angriff jetzt an 800. Alter. Okay, nächste, kann man auch abhacken. Ja, tut mir leid, wenn ich hier manchmal irgendwo stehen bleibe, natürlich einfach meine Notizen hier, also mein Textdokument hier bearbeiten kurz. Ich habe versucht, in der Trisoldehöhle gegen den Boss zu kämpfen. Allerdings hat der jeden ihrem einen Schlag weggemacht. Ich muss mal gucken. Spiele ich nur auf schwer und nicht auf hoch, ja. Er hat jeden meiner Charakter mit einem Schlag weggehauen, was ich nicht lustig fand. Und ich habe 10 Minuten an dem festgesessen und habe es nicht mal geschafft, alle am Leben zu halten am Ende, damit jeder Erfahrungspunkte kriegt. Also war eine totale Zeitverschwendung, weswegen ich die Aufnahme nochmal neu gestartet habe. Also könnt ihr schon mal denken, gegen den werden wir sowieso nicht kämpfen jetzt. Nach dieser Erfahrung. So, was habe ich hier? Ganglin-Ruine, U5, ja wo? Ich glaube, hier war das direkt, ne? Okay, gut, dass ich mich doch für Schatztruhenplündern heute entschieden habe. Weil wenn bei den ganzen anderen Sachen, ach hier war das, ne? Könnt ihr auch in den anderen Truhen ja noch nachkommen, dann sind hier wieder so Mimik-Zombies und ja, das ist dann auch Zeitverschwendung. Deswegen lassen wir das. So, Aquamarinblau, davon habe ich glaube ich mal einen gefunden. Ja, ich weiß nicht, wo ich den her habe, aber ich habe den auf einmal so im Inventar. Verteidigung und A-Verteidigung. Und ja, die sind besser als die davor, die Sachen, auch wenn nur wenig. Also ja, warum nicht?
Das hier haben wir Nestor gewandt. Ich glaube, das war das ist schon überholt. A-Verteidigung und A-Angriff. Hier habe ich das, glaube ich, gegeben. Nee, nö. Ich kann ja eine Art Angriff noch weiter erhöhen. Aber sie muss noch ein bisschen Verteidigung haben. So unter 300 ist, glaube ich, nicht gut. So, kann man auch abhaken. So, Hak. So. Okay, Tresoldehöhle wird noch ein bisschen dauern, bis wir dahin gehen, weil das hat mich schon wieder so aufgeregt. Ich so 10 Minuten gegen ein Vieh zu kämpfen, das haut jeden meiner Charakter mit einem Schlag weg, würde ich. Also, halt. Da muss ich aber jetzt so oder so hin, weil da noch eine Truhe war. Da war also eine Truhe mit 15.000 Gold, welche ich aus Versehen geöffnet habe. Ich bin einfach so strunzdoof auf die zugegangen, hab mir gedacht, oh, geil, eine Truhe, und dann merke ich auf einmal, oh, da war eine Goldtruhe. War aber nur Gold drin, also nichts Besonderes. Ja, ich habe nur in dem Kampf hier rumgeraged und mir gedacht, was zum Teufel, also nichts Interessantes ist passiert. Weil sie genauso was will wahrscheinlich jeder sehen, aber was soll's. So, hier war sie. Warte mal. Die Soldehöhle Südosten habe ich mir aber hier ohne. Südwesten. Okay. Finstertrunk. Das hat es zum Beispiel wieder nicht gemacht. Okay, ich habe mir Südosten notiert. Also. Nehme ich mal an, Südwesten meinte ich. Keine Ahnung. So, das Viech da. Mit Rezept, das mir Verteidigung hochgibt und so. Das Viech hat jeden mit einem Schlag weggehauen. Was zum Teufel. Und ja. Hab ich mir gedacht, bevor ich 10 Minuten wieder hier nichts erreiche, hier wird das, glaube ich, nicht richtig sein. Doch, da ist Südosten. Okay, gut. Wollte schon sagen. Bevor ich schon wieder 10 Minuten hier nichts erreiche, ich mir gedacht, fängst du die Aufnahme nochmal neu an. Weil das war mir schon wieder zu blöd. Achso, da kann man rüberspringen. Also solche Sachen tun mir schon so oft in Fallout passieren. Jetzt will ich weiß ich nicht, wo ich 10 Minuten irgendwie an einen super starken Gegner immer festhänge und ich begegne nur super starken Gegnern in Fallout, deswegen muss ich das jetzt nicht hier auch in dieses Let's Play übertragen, weil das würde mich dann extrem aufregen. So, jetzt fragt sich nur noch, wo die Kiste nochmal war. Muss ich vorstellen, meine Offscreen-Trainingseinheiten sehen eigentlich so aus. Ich renne eigentlich durch jedes Gebiet und öffne jede Truhe, weil hinter jeder Truhe kann ja so ein Mimik-Zombie sein. Okay, hier schon mal falsch. Also ich tue Offscreen eigentlich Gegnern alle ausweichen und nur Truhen sammeln, damit ich diese Viecher finde. Dann tue ich meine Wasseramortisierung machen, weil die gegen Wasser anfällig sind und greift die wie blöde an. Da ich den Schwierigkeitsgrad allerdings höher schalten musste, hat das ein Boah. Waren die ein bisschen stärker als sonst. Was ich nicht gut fand. Wir haben sogar ein, zweimal irgendwie so geschafft, hier vom Kampf zu flüchten. Hat mich auch nicht sehr beruhigt hat. Und die haben auch irgendwie weniger Erfahrungspunkte gegeben, habe ich so das Gefühl gehabt. Früher haben die irgendwie so 2000 Erfahrungspunkte gegeben. Jetzt haben sie nur 1300 oder so gegeben, so. Traubenblumen hier, super. Und diese Viecher gehen mir so auf die Nerven. Da guck ich mal an, das wird jetzt gleich verschwinden, bevor es irgendwie mich trifft. Boah! Das ist ganz ehrlich unfair. So, irgendwo hatte ich noch einen Skit gefunden. Oh, in der Tresoldehöhle, ja super. Wo war denn das nochmal? Einfach nur Tresoldehöhle geschrieben, super. Weiß das Skit nochmal? Warte mal. Da war irgendeine Entdeckung. Warte mal, dann guck ich mal. Machen wir halt hier auf intelligente Weise. Gucken, wo ich hier eine Entdeckung in der Tresoldehöhle habe. Ich habe irgendwie gesehen, da ist irgendwas Verdächtiges. Das hatte ich aber schon erkundet. Allerdings hatte ich da noch keinen Skit
Also nehme ich an, entweder habe ich das viel zu früh schon entdeckt oder Zerwelt hat bei einigen Entdeckungen auch noch ein paar Sachen. Und wo ist jetzt die Dingens? Trisoldehöhle. Ach. Zapfgott, Schrein, Westungsschlucht, Welisch, Eifritzjagd, Revier, Schreinkirche, da kann ich übrigens auch gleich rein. War, glaube ich, letztes Jahr herausgefunden. Pendrago, Perlachweide, Wieses Triumph, Lastumbell, Lamorak, wo ist die Dingens? Und ja, ich habe die Entdeckung gefunden. Wo ist hier die Entdeckung? Hier, meine Güte, Südwesten. Ich war falsch hier. Ja, ich habe die Entdeckung auch gefunden. Und ich habe auch Mavens Grab gefunden. Hab ich total vergessen, können wir ja auch noch machen. Aber die Entdeckung war nicht an den seinem Grab. Also ich habe das Grab abgeknutscht, habe nichts gefunden. Also das war nicht direkt am Grab. War irgendwo, weiß ich nicht, so komisch platziert gewesen. Macht irgendwie gar keinen Sinn. Ja, jetzt muss ich nur noch hier die Entdeckung, also ja, die Entdeckung finden, wo es geht jetzt noch war. Alter, das ist so nervig, dass die Gegner so nah an einen rankommen, ne? Ich glaube, hier war das sogar. Du willst einfach nur in Frieden hier in so eine Höhle latschen. Hinter dir kommt die ganze Zeit so ein blöder Gockeling hinterher geflogen. Meine Theorie war jetzt ja mit dem Skit, das weiß ich nicht. Als ich mit Desel in der Gruppe hier schon reingegangen bin und bei Edna muss ich gucken. Sie hat gleich schon Level 35, das heißt, sie kann Geldfund bald machen. Ja, ich kann jetzt irgendwann Geld farmen. Was gut ist, weil dann kann ich die ganzen Läden mal ein bisschen aufleveln. So, hier auch nicht, Mann. Oh, geht weg, ich habe keine Lust auf euch. Ja, ich das mit der Skit, ich hab euch vielleicht mal hier zu Ende bringen, verdammt. Ich hatte wahrscheinlich Desel in der Gruppe. Hab die Entdeckung gefunden. Boah, er geht wieder aus dem Weg. Und Desel in der Gruppe habe ich die Entdeckung gefunden. Wahrscheinlich war die Entdeckung verzerrt irgendwie in der Gruppe hier gemeint. Genau, ja, der gleiche Mist mit der Camelot-Brücke. Keine Ahnung. Ja, wir schauen, was ich meine, hoffentlich. So, und ich finde diese blöde Entdeckung jetzt nicht. Ja, wir haben wenigstens 10 Minuten halbwegs irgendwas gefunden. Ich habe ja gesagt, storytechnisch wird hier nichts mehr passieren. Wahrscheinlich in der nächsten Folge erst wieder. Also, ja. Wer jetzt immer noch nicht umgeschaltet hat und sich denkt, dass hier passiert nichts, ja. Der war schuld. Leuchtende Pilze. So, das kann man jetzt machen. Ja, zur Welt. でも不思議ですね。なぜ光るのでしょう。もう教えてもらえないね。どうした？ザビーダ兄さんに聞いてみな。なんでこいつは光ってるわけ？なんだキノコのことなんざ。知らないの？知らないのね。目立ちたがりだからだ。3点ね。前提満点で。低く。間違っちゃいないだろう。引っ込み思案なら光ったりしないって。 Edna mit dem Schirm kann als Pilz ein bisschen durchgehen. So gesehen eigentlich. Ja, kann man ja raus. Ich glaube ja, ne, ja. Ich streich jetzt einfach hier Südosten weg und wir irgendwas kommt mir irgendwie. Überstehen. So. Ah, löschen. Danke. Gut. Lösch mein Löschling. Nein, ich habe niemanden hier sitzen, der irgendwie für mich löscht. Löschling, lösche. Okay. Darf ich danach einen Schluck Wasser haben? Nein. Ah, das wäre irgendwie schön. Und irgendwie auch krank.
Und unmenschlich, genau, das wollte ich sagen. So. Ja, was ist sonst in euren Tag so passiert? Spontaner Themenwechsel. Gut, wo gehen wir jetzt hin? Zafgott Moor. Westlich, große Camelot-Brücke. Ah, okay, ja, da weiß ich. Da müssen wir sowieso hin wegen Mavens Grab. Oder die Entdeckung neben Mavens Grab. Das ist nicht direkt am Mavens Grab, glaube ich. So. Nein, 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 nein. Oh, das ist so behämmert. Was ist denn, wenn ich nicht kämpfen will? Ich möchte doch nicht gegen jeden Gegner hier kämpfen. Vor allem, weil jeder Gegner irgendwie so 13 Erfahrungspunkte oder so gibt. Da verstehe ich bis heute immer noch nicht. Also die Gegner machen irgendwie so Sprünge von Level 65 bis Level 79. Und ich soll dann auch noch irgendwie auf dem richtigen Level sein. Wo die Gegner nur 40 Erfahrungspunkte oder irgendwie sowas geben. Der Pecher, so. Ach man, ich bin falsch gegangen. Da ist schon wieder die nächste Folge und jeder sieht mich natürlich, ist klar. Ah, geh weg. Geh weg. Will ich gegen dich kämpfen? Könnte ja auch heilige Tränke benutzen, aber bin ich zu geizig für. Da sind schon wieder zwei Gegner. Da sind schon wieder zwei Vögel, ne? Ja, zwei Vögel. Warum diese Kackvögel? Das sind die einzigen Viecher, die mich einholen können. Und warum verschwindet der direkt? Woran liegt das? Der eine ist direkt verschwunden, als er mich gesehen hat. Geh weg. Ha, ha, ha. Pfui, pfui. So, mein Gott. Und da sind noch vier Gegner. Bestimmt so vier Vögel, ne? Eins, zwei. Okay, der eine ist auch ein Vogel. Bin ich froh, wenn ich hier raus bin. Ja, den kann ich mitnehmen, aber da könnte ein Zombie drin sein. Bronze- und Silbertruhen und ja, ja, normale Truhen natürlich sind nicht mehr so. Ich kriege eigentlich nur Müll. Ich habe irgendwie, als ich gegen die Mimik-Zombies gekämpft habe, gute Sachen bekommen. Hier, das Schwert zum Beispiel, das gibt voll viel Angriff. Aber ist auch klar, da ist den Schwierigkeitsgrad höher. Und da ist der Loot natürlich ein bisschen besser, also Zafgott Moor. Wo ist hier? Was? Okay, dann tun wir uns. Stimmt, da ist gar keiner draußen, glaube ich. So. Tun wir uns von hier aus importen. Gut. So, tun wir erstmal Mavens Grab hier. Abstauben. Ich weiß, ich bin schon wieder paranoid. Okay. Mein Gott. So, Mavens Grab ist da drinnen, nämlich. So. Ich suche. Hier sind nicht. Hier ist es. Was? Ich dachte, boah. Okay. Und ja, hier ist keine Entdeckung dann. Ist ja keine Entdeckung. Nee. Mach mal Aktionspunktsuche. Guck mal. Nix. Ja. Okay, keine Entdeckung. Okay. Boah. Gut, Zafgott Moor. Was habe ich noch? Eiderhöhle habe ich noch vor Dumnonia Museum, also hier in Marlin, dieses Museum, wo wir am Anfang waren. Capria Höhle am See. Wailish Ruine plus Tür. Ja, ich habe eine Tür gefunden. Die kann man ja auch noch öffnen. Also ich habe mal geguckt, ob man die öffnen kann. Und ja, man kann sie öffnen und dahinter ist eine Goldtruhe gewesen. Irgendwie ein bisschen dämlich ist. Ich kann die Tür mit den Goldschlüssen öffnen. Warum könnte ich denn die Truhe da nicht damit öffnen? Hätten sie auch gleich eine Truhe dahin packen können. Dann noch Bossruin im Südosten. Hätte ich mich. Weiß ich lese ja noch. Ich bin da wegen dem Grab hingegangen, ne? Ich lese ja noch in der Nähe der Camelot-Brücke. Da hätte ich mich ja eigentlich da importen können, aber ich
Wollt ihr gucken wollen? Nee. Ich mache ja extra noch so einen Umweg und der sieht mich trotzdem. Boah, das geht mir so auf den Herzen, ne? So, irgendwie verändert sich die Musik aber nicht, ne? Ich habe doch hier eine bessere schon. Ah, oh, cool. Okay, ich muss mir mal merken. Warte, komm mal her. So, jetzt ist die Musik. Ich dachte immer, hier diese Kleidung werden dazu da, die Musik zu ändern, aber was ich glaube passiert ist, dass diese Kostüme dazu da sind, also diese Hirtenkostüme, dass ich auf die früheren Kampfthemen hier zurückgreifen kann, was eigentlich nicht schlecht ist. Ja, irgendwie hier muss es sein. Macht eigentlich auch Sinn, weil dann kann ich ja, ich bin ja schon jetzt hier, weil ich nenne das jetzt mal dritter Akt des Spiels. Die Musik hat sich ja schon zum zweiten Mal geändert und jetzt kann ich mit den ganzen Klamotten auf die ganzen anderen Kampfthemen jetzt zugreifen, auf die früheren, weil ich die ja nicht mehr hören kann, weil die ersetzt worden sind. Da, und wo ist jetzt die Truhe? Habe ich die nochmal gefunden? Zapfgottmoor, westlich große Camelot-Brücke. Mehr habe ich auch nicht dahin geschrieben. Das nächste Mal mache ich irgendwie ein Foto von allen Schatztruhen, die ich gefunden habe. Macht es, glaube ich, einfacher. Ich habe ja nicht die, ich habe nicht die Bronzetruhe da notiert. Das war jetzt aber schon da. War schon eine Goldtruhe, ja, ja. Bams, was haben wir? Feldspatstiefel, das hat jetzt nicht so gebracht, oder? Ja, die hier habe ich alle bekommen von diesen Mimik-Zombies. Ich war arg. Wie billiges habe ich bekommen? Wenn es hier raussteht, dass in diesen Sachen eigentlich auch noch random Sachen drin sind, dann weiß ich nicht, was ich mache. Es hat hier eigentlich eine riesige Zeitverschwendung. Aber wir haben auch schon Zubehörteile bekommen, also so Kleidungsstücke und so. Also dachte ich jetzt, da sind geskriptete Sachen drin, ne? Weil da bekomme ich sowas. So, als nächstes haben wir die Eiderhöhle unten links. Immer schön kurz und knapp, ne? Boah, gehst du weg. So, Eiderhöhle, Eiderhöhle. Ein paar Truhen müssen wir jetzt aber auch noch bringen. Soll vielleicht auch mal versuchen, gegen irgendeinen Boss zu kämpfen, aber macht man, glaube ich, in der nächsten Folge, weiß ich nicht. Und links, okay, das ein bisschen genau. Ich meine, das ist schon wieder so eine vernichtende Dienerlage haben. So, seid ihr jetzt hier in der Gasse drin direkt? So, nee, sind zwei, genau. Einmal hier und Regenbogen. Guck ich mir hier mal an. Maximal ist ein Schirm in liebreizender Form eines Schmetterlings. Daher der Name. So, Angriffskraft, Verteidigung, A-Verteidigung meine ich. SA plus 1, das ist nicht schlecht.
Und 25.000 Gold. Geil. Also ja, boah. Sehr spannender Part, ne? Nein, 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 da kommt schon der nächste. Aber danach, weiß ich nicht. Das war eigentlich alle Truhen, die ich hier schon gefunden habe. Danach wird es natürlich ein bisschen schwer, weil dann weiß ich ja nicht, welche ich schon geöffnet habe, welche nicht. Muss ich die wahrscheinlich offscreen öffnen. So, Marlin. Das geht ja schnell, ist ja direkt da an der Ecke. Und bitte sei irgendwas Gutes. Wenn es geht. Antrohrring, das ist schon wieder nicht gut. So, Capria-Höhle am See, das ist auch nicht so weit. Ich bin blind. Camria-Höhle, mein Gott. Ich habe Capria-Höhle geschrieben. Boah. Das. Ich sollte mir mehr Zeit nehmen mit diesen Notizen. Ja, da war die da hinten. Ja, auch schon seit Ewigkeiten trocken. Ja, so langsam können die Gegner ruhig sein. Das ist gut, das ist schön, das mag ich, das schmeckt lecker. Das hat's nicht gemacht. Ah. Deswegen sind geskriptete Truhen besser. Dann weiß man immer, wo was ist. Whalish Ruin. Ist, glaube ich, nicht weit. Habe ich einfach nur Whalish Ruin plus Tür hingeschrieben. Also, ob ich ja, das ist nicht so weit. Ja, da hinten ist das genau. So, hier rechts. Dann haben wir auch alle Truhen, die ich aufs Screen gefunden habe. Ich habe in der nächsten Folge. Entweder mit Minibossen oder mit der Story weitermachen. Ich würde sagen mit der Story. Wo ich würde eher sagen mit den Minibossen. Aber ich habe so aufs Maul bekommen. Exilo, davon habe ich glaube ich auch schon einen. Ja. Verteidigung und A-Verteidigung, ja. Haben wir von Fokus. Den voll zum Tank machen. Mach ich auch. So, Bams. So, letzte Truhe in dem Boss Ruin. Schon wieder eine Sekunde lang vergessen. Bossruinen oben rechts. Bossruinen, da kann ja eigentlich auch nicht so was bestimmt sein, ne? Ja. Ein bisschen mächtiger sind wir aber geworden. So. Bossruinen Südosten oben rechts. Okay, kann ja nur da sein dann. Mal auf einmal, wenn wir jetzt, wenn wir mit der Story weitermachen, da bin ich aufs Maul kriegen. Sperre des drohenden Todes, super, ich habe Alisha nicht. Könnt mich mal. Weil man das ja exakt gleiche Speer, den sie auch ausgerüstet hatte, was zum Teufel. So, dann, weiß nicht, gehen wir irgendwo hin, beenden den Part. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Systeria. Wo wir, weiß ich nicht, was machen. Darf ich halt mal aufs Screen gucken, wie stark die Gegner sind, die ich mir noch notiert habe, und dann gucken wir mal, ob wir die machen. Und dann können wir in der Story weitermachen. Ja, okay. Dann bedanke ich mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.